Aus praktischer Sicht wäre vielleicht jetzt Springer schickt D7 noch schlauer, aber Läufer schickt D7 ist halt sehr natürlich. Normalerweise hat Schwarz in solchen Stellungen nicht wirklich Probleme, aber hier ist halt Läufer F4 eine ziemlich kalte Dusche. Herzlich willkommen. Ich würde heute gerne meine Partie gegen Jonas Rosenegg aus dem German Masters vorstellen, die ich heute gewonnen habe. Ich habe die Partie mit E4 begonnen. Er spielte C5. Das ist seine Haupteröffnung. Er spielt normalerweise Knight auf. Dagegen springe F3, D6, Läufer B5 vorbereitet, was ich häufig spiele statt offenem Sizilianer. Und er spielt meistens Springer D7, das hat er auch heute gemacht. Und ich habe dagegen diesen etwas seltenen Zug Läufer A4 vorbereitet. Ist nicht so ganz ein offensichtlicher Zug, aber der Läufer wird häufig sowieso durch A6 angegriffen und so hat man so ein bisschen Flexibilität, wie man weiter spielt im Zentrum, ob man mit C3, D4 oder C4 oder so spielt. Also er spielte Springer F6. Ich spielte auch Rade. Springer schlägt E4, der Bauer hängt, aber noch. So, statt Springer schlägt E4 hat er hier A6 gespielt. Wie gesagt, ich hatte Läufer F4 gespielt, weil sowieso A6 häufig kommt. Und mit C3 geht das halt zu anderen Hauptwerten über, aber Weiß hat hier auch die Option C4 zu spielen, was ich gemacht habe. Also A6, man kann auch direkt E6 oder G6 spielen, aber hat A6 gespielt. Jetzt kam E6. Springer jetzt C3. Läufer E7 und D4. Er hat geschlagen. Jetzt Dame schlägt D4, Springer schlägt D4, geht auch. Aber ich kann nachher noch was erzählen, wieso ich Dame schlägt D4 gespielt habe. Ich habe auf jeden Fall Dame schlägt D4 gemacht. Rade. Turm D1. Und hier ist der erste kritische Moment in der Partie schon. Zu Dame schlägt D4. Ich habe quasi das gleiche schon mal gegen Niklas Huschenbeck gespielt bei der Kader Challenge. 2021 war das, glaube ich. Und es war nicht genau das gleiche. Mein Gegner hat auch die Partie nicht gesehen, weil er halt auch gegen statt E4 gegen D4, C4, Springer F3 noch vorbereiten muss, was ich auch spiele. Er hat nicht so sehr mit E4 gerechnet. Und wir hatten genau das gleiche mit dem Läufer auf B5 und dem Bauern auf A7. Und aus menschlicher Sicht ist halt Dame C7 hier sehr natürlich, aber das ist halt so ein bisschen eine Falle auf die Weiß spielt mit Dame schickt D4. Besser wäre gewesen, statt Dame C7 E5 ist korrekt und dann wäre Dame E, also, ja, E5, Dame E3, Springer B6 und dann Dame C7, Läufer E6, aber E5 ist halt aus menschlicher Sicht nicht so leicht zu spielen. Dame C7 ist sehr natürlich, aber jetzt schlage ich auf D7. Aus praktischer Sicht wäre vielleicht jetzt Springer schickt D7 noch schlauer, aber Läufer schickt D7 ist halt sehr natürlich. Normalerweise hat Schwarz in solchen Stellungen nicht wirklich Probleme, aber hier ist halt Läufer F4 eine ziemlich kalte Dusche. Weil man hat halt Läufer F4 gar nicht auf dem Zettel, dass der kommen könnte, aber das Problem ist, wenn jetzt E5 kommt, dann kann ich Springer schickt E5 spielen. D schlägt D5, Läufer schlägt D5 und dann schlage ich auf F6 und gewinne in D7. Das ist laut Engine ist das sogar die beste Weise zu spielen und man kriegt dann später so ein Schwerfiguren-Endspiel mit Bauern weniger, aber die meisten Menschen reagieren hier mit Läufer C6 und das ist halt nicht so leicht einzuschätzen, dass das deutlich schlechter ist als dieses Schwerfiguren-Endspiel mit Bauern weniger. Die Maschine fängt jetzt auch schon an, unzufrieden zu werden. Ja. Also vielleicht, Johannes, magst du uns einmal vorstellen, wir analysieren hier ja gerade auf dem Brett, aber was es eigentlich mit dieser Gerätschaft da drüben zu tun hat. Das ist der Mephisto Phoenix von Millennium. Und der ist mit dem Board hier verknüpft und hilft uns bei der Analyse, bei der Einschätzung der Stellung und zeigt schon leichten Vorteil für den Weißen hier. Danke, Johannes. Wir sehen gerade die Stellung mit Stockfisch 16 und schlägt hier auch den
den Zug Läufer F4 nach D6 vor. Ja, genau. Also, ich habe jetzt nach Läufer C6 ist halt die Idee, dass man in dieses Endspiel geht. Hier gab es auch einige Vorgängerpartien auch. Unter anderem meine Partie gegen Niklas Huschenbeet, aber das war wie gesagt mit dem Bauern auf A7. So ist es halt noch eine bisschen bessere Version, weil der Bauer auf A6 macht den Damenflügel noch schwächer für Schwarz. Es wäre hier strebenswert für Schwarz Springerstück E4 zu spielen, aber dann geht Turm schlägt C6. Auf B-Schlägt C6 gewinne ich den Springer und auf Springer C3 mache ich Turm B6 und gewinne den B7-Bauern am Ende. Deswegen Läufer schlägt E4 und Springer E5. Also das hatte ich noch am Morgen ganz kurz angeguckt. Halt, falls es irgendwie kommen sollte, ich wusste halt, dass sie sehr schlecht ist. Das ist okay, also ich habe Springer E5 gespielt. Und jetzt ist halt der schwarze Damenflügel ziemlich schwach. Ich habe Ideen wie Turm B6 und F3 auf den B7 zu gehen und einfach Turm AD1 zu spielen. Und meine Figuren stehen halt einfach deutlich aktiver. Er hat hier Turm FD8 gespielt. Turm FC8 hatte ich auch überlegt, aber Turm FC8, die Stellung ist halt nicht so gut. Turm FD8 war sogar ein bisschen besser. Turm AD1 ist sehr logisch. Schlägt. Turm C8 und hier war so der erste kritische Moment, wo ich, also für mich zumindest, wo ich so fast eine halbe Stunde investiert habe. Ich habe hier lange an G4 überlegt, aber dann dachte ich nach H6, H4, Läufer C6, dass es ganz in Ordnung ist plötzlich. Ich habe dann Turm B6 gespielt, man sieht auch schon, die Engine sagt, hier F3 ist der beste Zug. Ich habe die Partie auch selbst schon ein bisschen analysiert, also F3 wäre noch stärker gewesen. Was ich habe dann nicht gesehen... Die Idee von F3. Genau, nach F3 Läufer C6, dann kommt Springer schickt C6, B schickt C6, Springer A4. Es ist halt sehr konkret. Ich dachte, Schwarz kommt sonst mit König F8, König E7 und ich brauche was Konkretes, aber habe ich halt. Es geht Springer A4, König F8, Springer B6, Turm C7, Turm D8, König E7, Turm A8 und dann gewinne ich am Ende einen Bauern. Aber ich habe das nicht gesehen. Ich habe stattdessen Turm B6 gespielt und er hat relativ schnell Turm C7 gespielt. Ich hatte auch überlegt, Turm C5, F4 und dann Turm C7. Die Engine schon einen deutlichen Ausschlag. Wer weiß. Also das wird halt aus der Perspektive. Der so bezieht. Ja. Also Turm C7 oder Turm C5, das ist halt sowieso besser für Weiß, aber es kam Turm C7, F3, Läufer C2 und da hatte ich gesehen in der Analyse, das wird als Fehler angezeigt. Aber auch nach Läufer G6, ich kann dann spielen mit B4, Springer A4. Ideen und dann Springer C5 und der B7 ist sehr schwach. Deswegen hatte ich auch Läufer C2 selbst erwartet, weil das halt das A4-Feld für mich wegnimmt. Aber ich habe halt hier den konkreten Zug C5, den ich gespielt habe. Und jetzt hatte ich eigentlich erwartet, dass König F8 kommt. Und dann hatte ich gerechnet C6, B schlägt C6, Springer schlägt C6, Läufer D3. Und das war mir nicht so klar, weil ich habe dann in der Nachbetrachtung gesehen, dass nach König F8 C6, B, C6, Turm schlägt A6, C5, Springer B5, Turm B7. Und hier war mir das nicht so klar, vielleicht wie man das gewinnt. Ahnungslosen. Warum kann man den Bauern eigentlich nicht einfach nehmen? Das kam in der Partie. Also dazu kommen wir später. Das ist der Simpelste, ja, dass es nicht geht. Genau, dazu kommen wir gleich. Aber in der Variante nach Turm schickt A6, C5, Springer B5, Turm B7, Springer D6, Turm B2, ich hatte hier im Gefühl, vielleicht geht hier irgendwas. Es gibt da eine sehr, sehr schöne Ressource, die ich dann in der Analyse später gesehen habe. Am Ende geht Turm A8, Schach, König E7, Turm E7, König D6, Springer C4 und Gabel auf den Turm und den König und ich gewinne den Turm. Also deswegen hat er hier Turm schickt C5 gespielt.
Also nicht deswegen. Also er dachte halt nach König F8, das ist sowieso sehr schlecht. Und er dachte, das hier ist vielleicht eine bessere Verteidigung. Turm B7 kam. Und jetzt das Problem nach Turm Schick E5 ist rundrein matt. Deswegen hat er H6 gespielt. Turm B8, König H7, Springer Schick F7. Und jetzt dachte ich, sollte es eigentlich eine Gewinnstellung für mich sein. Seine Idee war hier wohl Springer F6, D5, dass er zu ein bisschen Gegenspiel kommt. Das sieht so aus, aber mir ist dann aufgefallen, dass nach Springer E2, das sieht so ein bisschen krumm aus, aber eigentlich, also es sieht so aus, als wäre ich nicht so gut koordiniert, aber in Wirklichkeit ist es so, wenn ich Springer D4 bekomme, dass er da eigentlich ziemlich fest steht. Weil normalerweise kann er so mit E5 vertrieben werden, aber das kontrolliert halt der Springer von F7 aus. Läufer D3 wäre hier ein normaler Zug, was er vielleicht auch von Weitem gedacht hatte. Aber dann geht Turm H8, König G6, Springer E5 und der Läufer geht verloren. Deswegen hat der König Roy nach G5 gezogen. Ich habe Springer D4 gespielt. Und ja, hier ist die Stellung halt quasi verloren. Der König steht auch ein bisschen in Gefahr und die Leichtfiguren sind auch ein bisschen anfällig. E6 könnte jeden Moment fallen. Er hat dann Springer C7 gespielt, um halt... Da ist die Engine gar nicht so viel mit dem Schwarzen. So viel. Ja. Lieber nach F4. Genau, Springer F4, das hatten wir auch kurz besprochen mit Klaus Bischoff in der Analyse. Wäre stattdessen Springer F4 gekommen, hätte ich Turm B7 gehabt, nächst G3, das ist auch gewonnen. Aber die Idee war halt, wenn ich direkt G3 spiele, geht Läufer G6 und das wäre gar nicht so klar. Aber gut, er hat halt Springer C7 gespielt. Ich habe jetzt Turm C8 gemacht. Eigentlich wäre Turm B7 hier der bessere Zug gewesen. Ich wollte halt diese Festung aufbauen. Ich dachte, nach Turm B7 ist es nicht so klar, wie ich nach König G6 gewinne. Aber dann geht B4, Turm C3, Springer E5. Dann habe ich mal die Ideen und alles fliegt auseinander. Aber ja, ich habe stattdessen Turm C8 gespielt. Und dabei Läufer A4 übersehen. Das war jetzt nicht so schlimm, aber jetzt hat er zumindest ein bisschen Verteidigungschancen. Und ja, meine Zeit ist auch ein bisschen abgelaufen hier auf 6 Minuten runter, weil ich wollte irgendeinen sauberen Weg finden, aber hab's dann nicht gesehen. Ich habe von Anfang an gesehen, ich kann Springer E5 machen und es sollte gewonnen sein. Und dann war es wohl eine gute Entscheidung, dass ich das dann auch am Ende gemacht habe. Das ist halt sehr sicher in Zeitnot. Weil Schwarz muss halt quasi schlagen, sonst gibt's halt weiterhin Probleme mit der Festung hier. Turm Schick E5, Turm Schick C7, G6 ist auch quasi passiert. Und jetzt ist das Gute auch, dass, also ich habe sowieso einen Bauern mehr und sollte quasi technisch gewonnen sein, aber halt auch ziemlich konkret. Hat Schwarz auch Probleme in der Stellung nach B3. Die beste Verteidigung wäre jetzt Läufer E8 gewesen, was hier die Engine auch anzeigt. Aber aus technischer Sicht ist das, auch wenn ich einfach König F2 spiele oder Turm A7 oder sowas, auch mit der Bauernstruktur und dem passiven Läufer ist es eigentlich technisch gewonnen. Er hat stattdessen Läufer B5 gemacht, halt um aktiv zu bleiben und aktiv Gegenchancen zu haben, aber jetzt kam A4, Läufer D3 und Turm C3. Und das Problem ist jetzt nach Läufer B1, was die Engine auch sagt, dann geht Turm C6. Was auch angegeben wird und ich greife E6 und A6 beide an. Und ja, Schwarz müsste irgendwie König F6 spielen, dann schlage ich A6. Der Turm kann nicht aktiv werden, weil er B6 decken muss. Und dann gewinne ich mit den Bauern am Damenflügel. Deswegen kam noch Turm E1 Schach, König F2, Turm F1, König E3. Und ja, jetzt ist es verloren, das hat er wohl auch verstanden. Er hat dann noch E5 gespielt. Jetzt Turm C6. Also vielleicht noch ein genaues Schach, weil König kann jetzt nicht auch nach F5 später gehen oder
oder irgendwo aktiver ist, ist halt nach H7 gegangen. Und jetzt kann ich einfach schlagen. Turm D1 und König C2 hat er aufgegeben. Weil nach Turm schickt D4, Turm schickt A6, habe ich zwei Bauern mehr. Die Bauern laufen irgendwann zur Dame und gleichzeitig hat Schwarz auch nicht Gegenspiel gegen meine Bauern am Königshügel. Stattdessen nach König C2, König E2, wäre noch Turm D4 gekommen, Turm A6, Turm B4. Man hätte noch minimal Chancen gehabt, ist auch komplett gewonnen, aber so gibt es halt keine Gegenchancen mehr und hat deswegen aufgegeben. Klar. Vielen lieben Dank, Rasmus, dass du die Zeit genommen hast, das für uns zu analysieren. Und wie ist das so, am Brett zu analysieren und nebenbei die Engine laufen zu haben? Sicherlich eher so ungewohnt. Normalerweise macht man das ja nur am Rechner, ne? Aber so am physischen Brett und gleichzeitig im Ding. Ja, ist natürlich was Neues. Also ist natürlich ganz praktisch, dass man das direkt sehen kann. Das deckt sich auch ziemlich mit den Sachen, die ich mit meiner eigenen Engine gesehen habe. Also irgendwie ist die Engine hier ein bisschen, deren Ausschläge sind nicht ganz so hoch wie mit meiner eigenen Engine. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber die Zugvorschläge haben sich da immer eigentlich auch gedeckt. Von daher wusste ich schon, was die Engine anzeigt, weil das sich halt mit meiner eigenen Nachbetrachtung gedeckt hat. Alles klar. Vielen lieben Dank, Rasmus. Und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.